Die weichen teilweise den Laserschwertern ein bisschen aus, das ist ja witzig. Er hat es zumindest gerade versucht. Da ist schon wieder so ein dicker. Ja, sowas, gell? Oh. Ich weiß nicht, was die besser machen soll, aber irgendwie finde ich die ziemlich beschissen, die Fetten. Hallo. Nein. What? Okay, muss ich mir hier alles anschauen. Wir müssen auf jeden Fall da durch. Reicht da Machtgeschwindigkeit? Vielleicht reicht es auch. Okay, da soll ich vielleicht nicht reinfallen. Kann ich da hoch? Aber es bringt mir nichts. Unten? Ja, jetzt hier nicht rumträumen, einfach da hoch. Danke. Okay, wir gucken nochmal, wie lange das geht, bis es wieder zurück ist. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sollte reichen. Okay, wir probieren es mal. Kann er nur schief gehen. Nein! Ah. Die war voll einfach. Machen diese Dinge Aua? Ich will es einfach nicht ausprobieren. Wir müssen da runter. Hm. Mal darüber auf den Sims komme ich da bis dahin. Wow. Alter, die werden mittlerweile springen können, hey. Verrückter Scheiß und Dreck. Oh. Das war zu viel. Aber macht ja nichts. Da oben irgendwas Tolles? Nein. So. Läuft. Jetzt geht's wieder hoch. Oh, ich speichere heute viel zu viel. Mach ich immer, wenn ich nervös bin. Ah, jetzt sind wir eine Etage höher. Über dem. Leider nicht hier jetzt da und so, ne? Sondern so, genau. Okay. Aua, okay, es macht Schaden. Und zwar genug. Und ich spring wieder rein. Ich Affe. Nein! Geht noch? Oh mein Gott. Jetzt bin ich tot. Das war jetzt gerade ein bisschen verbuggt. Mal kurz Quicksave. Dann nehmen wir den nächsten Block und hüpfen mit dem darüber. Also nicht mit dem, aber auf dem. Ihr wisst schon, was ich meine. Alle hopp. Jawohl. Gut. Unser Ziel ist nah. Jawohl. Bald erhebt sich Ragnos und wird uns in eine neue Ära. Schade. Da versteht man mal den Dialog und dann... Alter. Oh. Blind drauf loshauen, sagst du, bringt's? Alter! Erschreckt mich doch nicht so, Mann! Hallo! Ah!
Was tun die eigentlich hier auf diesen Förderbändern? Oh. Okay, ich glaube, das sieht witzig aus. Erstmal gucken, was das kann. Okay. Dadurch, jetzt dann durch. Bevor der Blitz wieder angeht. Und dann hinter kommt was für ein Ding? Okay, wir versuchen mal den ersten Ding zu überwinden. Hoch, 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 nein, nein, aua, aua, aua. Wir sind tot. Okay. Das war mal nix. Alter. Ich weiß nicht, ob wir hier oben sicher sind. Oder ob es uns tötet? Ne, ich glaube, es tötet uns nicht, oder? Wir werden auf jeden Fall schon mal beschossen, das ist immer gut. Jetzt hänge ich hier oben in der Maschine drin. Ah! Okay. So, nachdem sie unten ist, gehen wir einfach mal durch. Genau. Jetzt hoffe ich. Ach du Scheiße. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Ich kann einfach hier stehen bleiben. So, jetzt komm. Okay, jetzt sind wir hier. Hier machst du gleich, oder was? Ja. Gut. Am nächsten Block sind wir hoffentlich durch. Hier kommt kurzzeitig echt wieder so ein bisschen das Feeling vom alten Teil auf, so finde ich. Da waren ja auch so viele solche Elemente dabei, die... So. Hallo. Aus der Maschine komme ich her. Ich sage euch, es weihnachtet sehr. Jetzt soll ich nicht sterben. Bam. So. Ja, gestern der Jakob hier das Kanaldesign neu gemacht. Also für euch ist es wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, schon kein nichts Neues mehr. Aber ich sag's trotzdem mal, hat er echt gut gemacht. Ich hab's gerade morgen erst gesehen. Richtig geil. Vielleicht wirst auch du lernen, Tavion zu dienen. Ich muss immer einen Spruch klopfen und dann weggehen. Alter. So, wo wollen wir hin, da hoch? Auf so ein Ding, sage ich, muss ich wahrscheinlich drauf. Hält sogar noch kurz an für mich, das ist echt süß, danke. Nein! Oh mein Gott! So, jetzt aber. Rosh, Jaden, du siehst nicht wie ein Gefangener aus, Rosh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gedacht, oder war das Tavions Idee? Nein, Jaden, warte. Ich hatte Unrecht. Bitte, bring mich zurück zur Akademie. Ich brauche Hilfe. Jaden, bleib weg. Bitte, tu mir nicht weh. Du wolltest mich töten und jetzt hast du mich in eine Falle gelockt. Jaden, ich hatte Angst. Du musst mir glauben, wir sind doch Freunde, oder? Lass uns verschwinden, bevor Alora zurückkommt. Ah.
Woher weiß ich, dass du mich nicht wieder betrügst? Du wolltest mich immer besiegen. Wie sehe ich, dass das nicht wieder ein Trick ist? Jaden, tu das nicht. Mach ihn fertig, Jedi! Warte, hör auf deine Worte, du bist wütend. Gib dich deinem Hass nicht hin, das führt zur dunklen Seite, richtig? Er verfiel nur der dunklen Seite, weil er Angst hatte. Angst vor dem Tod. Senk dein Lichtschwert. Mach ihn fertig, ergib dich ganz deinem Hass. Oh je. Jaden, du bist stark, gib dich nicht dem Hass hin. Rosh sagt die Wahrheit. So, jetzt können wir uns entscheiden. Machen der jetzt mal einen Speicherstand, dann können wir nämlich nachher dann einfach die verschiedenen Enden spielen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die gute Variante. Tut mir leid, Rush, du hast recht. Fast wäre der Hass in mir zu stark geworden. Lass uns hier weg. Danke, Jay. Ihr Jedi seid wirklich jämmerlich. Tavion dachte, dass aus dir ein Verbündeter würde. Doch da du dich uns nun nicht anschließt, muss ich wohl ihren Fehler korrigieren. Ja, dann komm mal her. Bleib stehen, Alora. Du warst schon auf Hoth kein Gegner für mich. Und jetzt bin ich ein Jedi-Ritter. Tavion hat mich auch viele Dinge gelehrt. Scheinheiliger Narr. Battle. Dürfen wir selber auch noch mal? Oh. Upsala. Zeig dich, Feigling. Ich hab plötzlich zwei Lichtschwerter, ich bin scheiße. Okay, ja, ganz schön viel aus. Okay, was war das? Mach ich. Oh, ich hab sie tot gemacht. What the fuck? Hart. Rush! Der hat seinen Arm Rush. Verloren. Ich werde... Bei den Sith. Ich muss ihn zu einem Bagdad-Tank bringen. Geh nach Korriban und hilf Luke und den anderen. Ich komme nach, so schnell ich kann. Jaden, ich habe deinen Kampf mit der dunklen Seite gespürt. Du hast dich richtig entschieden. Danke. Aber Rush hat mir die Augen geöffnet, was die richtige Entscheidung war. Sag ihm das, wenn er aufwacht. Ja, wir sind also edel, gutmütig. Reise nach Korriban, die Begräbnisstätte von Mark Aragnus, um dich Tavion zu stellen. Ein Sternzerstörer des Imperiums. Und wir fliegen einfach dran vorbei. So, das ist das letzte Level. Jaden, du hast es geschafft! Hast du Rosh gefunden? Er ist verletzt, aber Kyle kümmert sich jetzt um ihn. Gibt es Neues von Tavion? Noch nicht. Wir suchen noch Ragnars Grab. Meister Skywalkers Gruppe ist in einem anderen Teil des Tals gelandet und sucht es. Ich beeile mich besser. Pass aber auf. Hier wimmelt es von Anhängern der dunklen Seite. Könnt mir helfen vielleicht. Tut ihr auch, das ist schön. Finden Sie den Weg in das Tal durch die Sith-Katakomben. Kriegen wir hin, hoffe ich. Oh. Was? Wie, du möchtest nicht kämpfen? Oh, die hat ja auch eine stylische Kombination aus Lichtschwertern, hey. Irgendwas Tolles. Ja, Korriban kommt immer wieder vor in den Star Wars Teilen. Vor allem in den